Here is a world of communication, bringing together all people in a new era of understanding. Das Internet, liebe Zuschauer daheim an den Empfangsgeräten oder von wo auch immer Sie uns gerade zusehen, das Internet als ortloser Ort bringt Menschen miteinander ins Gespräch, die durch Zeitzonen, Kontinente und Ozeane voneinander getrennt leben. So weit, so richtig. Zumindest fast. Unser aller Blick ins Netz hinein und aus dem Netz heraus ist nämlich bisweilen von einem europäisch-amerikanischen Ethnozentrismus geprägt, der Sprach- und Kulturbarrieren bedingt einen großen Teil der Netzbewohner einfach so ausblendet. Die Asiaten. Der Webentwickler Oliver Überholz beschäftigt sich seit 10 Jahren intensiv mit China, hat das Land bereist und die Sprache studiert. Und nun wird er uns ein wenig erzählen, wie das so ist mit China und dem Internet. In China ist das eher üblich, dass man außerhalb der Wohnung seine Freizeit betreibt. Das heißt, man wird an vielen Ecken und Enden Leute sehen, die Schach spielen oder Tanzen üben. So ist es mit dem Internet auch. Die Leute setzen sich eher in Internetcafés. Diese Internetcafés sind dann riesengroß. Man zahlt vielleicht 1 Euro oder weniger und kann dann oft stundenlang dort sitzen, Freigetränk und so weiter. Und da sind teilweise Internetcafés mit über 200 Sitzplätzen. Und an diesen Internetcafés, dort trifft man sich, man sieht seine Freunde, man surft. Also es ist eine andere Online-Kultur. In Europa ist es eher so, dass man alleine das Internet konsumiert. Und drüben ist das eher so, dass man das in der Gruppe macht. Mit seiner Freundin geht man zusammen surfen. Und da gibt es dann wirklich Leute, die sitzen dann 14, 15 Stunden am Tag. Ich bin morgens reingekommen, habe meine Mails gecheckt. Stunden später saß die gleiche Person, nur mit wesentlich mehr gerauchten Zigaretten, immer noch genau in der gleichen Pose vom Computer. Es gibt sehr viele Blogs, unheimlich viele Blogs. Aber die chinesischen Blogger sind eher Leute, die für den privaten und für den Bekanntenkreis bloggen und weniger für die Allgemeinheit. Social Networks werden sehr, sehr stark benutzt. Was sehr beliebt ist in China und in Taiwan, ist zum Beispiel so etwas wie iPad. Das ist ein Social Network auf Animated GIF-Basis sozusagen, mit einem Apartment, Blumensträußen, Möbeln, virtuellen Ehen und so weiter. Was aber auch sehr beliebt ist, ist zum Beispiel so etwas wie Live365 oder Linkist auch, wobei Linkist eher den Business-Touch hat. Chinesen denken sehr stark in Kreisen. Also man hat seinen eigenen Bekanntenkreis, man hat seinen Arbeitskreis, man hat seinen Kreis von Studentenkollegen oder Studienkollegen. Und da ist es so, dass man sehr oft nicht mit anderen Kreisen zu tun haben möchte. Also man vertraut Chinesen nicht, die aus einem anderen Kreis kommen. Und das ist etwas, wo viele Leute herausbrechen wollen und neue Leute kennenlernen möchten. Und von daher haben Social Networks momentan in China einen sehr, sehr großen Anklang. Vor allen Dingen, wenn sie eben ein paar Möglichkeiten bieten, die sonst nicht in der realen Welt, in der normalen Gesellschaft sozusagen möglich sind in der Form. Ganz ursprünglich mal ist es eigentlich so gewesen, dass wenn man ein Beamter werden wollte oder ein Künstler in der Form künstlerisch tätig werden wollte, dass man jahrzehntelang oder jahrelang Künstler kopiert hat. Das heißt, man hat einen Kalligraphen genommen und den abgezeichnet. Und immer weiter abgezeichnet, bis man wirklich perfekt die Striche genau so gemacht hat wie er. Und dann hat man erst gesagt, du bist fit genug, du kannst jetzt was Eigenes machen. Und da ist der Gedanke, etwas zu kopieren heißt vom Meister zu kopieren, von demjenigen, der es richtig gemacht hat. Und das ist ein Aspekt, den man natürlich im Westen nicht so in der Form kennt. Und ich bin mir auch sicher, dass sich die meisten Leute eher über dieses Kopieren ärgern, als dass sie den Respekt dahinter sehen, der da ist. Und das ist im Internetbusiness besonders stark. Also da ist das Geschäft sehr hart. Man hat in der Regel nicht 2, 3, 4, 5 Mitbewerber, sondern man hat eher etwas wie 100, 150, 200. Also alleine schon Social Bookmarking-Dienste, da kann man nicht mehr zählen. Das nackte Kopieren ist mittlerweile schon vorbei. Mittlerweile geht man wirklich hin und verbessert Sachen. Und so werden dann zum Beispiel, wie bei Tudou, dem chinesischen YouTube sozusagen, da wird dann eine Art Dig-Funktion, wird kombiniert mit einem Videoportal, wird kombiniert mit Matching-Suchen und ganz, ganz leichten Dating- und Kennenlernen-Funktionen. Etwas besonders Spannendes ist zum Beispiel das chinesische Hippie High. Hinter dem Namen verbirgt sich Second Life, ein chinesisches Second Life, das sicherlich von dem amerikanischen Second Life auch wieder inspiriert wurde, aber in vielen Schritten weitergeht. Wir haben einerseits
gut 127 Millionen Chinesen, wenn man eine andere Statistik nimmt, 137 Millionen Chinesen, die online sind. Wir haben eine Affinität zu Online-Spielen. Wir haben auch weniger Grenzen und Hemmschwellen im Internet, was auszugeben, Geschenke oder Einrichtungsgegenstände und Ähnliches. Und von daher glaube ich, dass es etwas sehr viel Aktiveres werden kann und Größeres werden kann als das westliche Second Life. Neben den staatlichen Beschränkungen, die man hat und Bedingungen dafür, dass man in China tätig wird, ist es auch ein kulturelles Problem sehr oft. Also die großen amerikanischen Dienste, die man kennt, die sind alle nicht sehr weit gekommen und haben ihre Konzepte, die sie bis jetzt einfach übertragen haben, Land für Land, Land für Land, die haben sie fast ohne Anpassung auf China angesetzt. Und das ist nicht gerade erfolgreich gewesen. Andererseits ist es aber auch so, dass Chinesen lieber ihre eigenen Dienste benutzen, weil die dann sprachlich normalerweise genauer sind, die sind besser angepasst, die fühlen sich auch wirklich chinesisch an. Da gibt es ein sehr schönes Beispiel. Und zwar gibt es ein Online-Rollenspiel, was man mit Tastenkombinationen spielt. Also man muss wirklich mit der Maus, mit der rechten Hand die Maus bedienen und mit der linken Hand drückt man diverse Tastenkombinationen, um Funktionen halt im Spiel zu bekommen. Und dieses Spiel hat überall super funktioniert, außer in China. Und der Grund ist ganz einfach, die Chinesen rauchen fast immer vorm Computer. Wenn man jetzt die Zigarette in der linken Hand hält, kann man natürlich nicht mehr die Tastenkombinationen drücken. Und von daher ist das Spiel quasi unspielbar geworden für den Chinesen. Und das ist ein Punkt, wo viele ausländische Dienste wenig den Riecher bis jetzt für gezeigt haben. Selbst Google, das große Google, kommt nicht in Marktanteile ran, wo jetzt der chinesische Mitbewerber Baidu hinkommt. Das ist höchstens in Shanghai, wo die ganzen Ausländer meistens sitzen, so dass Google überhaupt erkenntlich 20 oder mehr Prozent an Marktanteilen hat. Ja, die Zensur ist da eigentlich ganz anders, als man sich das vorstellt. Wenn man im Internet tätig sein möchte als Geschäft oder wenn man einen Blog führen möchte oder ähnliches, dann registriert man sich. Da muss man eine richtige Lizenz bekommen. Und da ist es so, man hat natürlich große Angst, diese Lizenz zu verlieren. Und deswegen zensieren sich die meisten Dienste selbst. Und das hat eben die Auswirkung, dass der Staat fast schon nicht selber aktiv werden muss. Die Dienste machen es lieber vorsichtshalber selbst, um somit ihre Lizenz und ihre Möglichkeiten im Netz zu behalten. Ich habe nicht das Gefühl, dass sehr viele Videos verschwinden oder dass Blog-Einträge verschwinden oder dass ganze Blogger verschwinden. Man hört sehr, sehr wenig über Leute, die wegen Zensur oder wegen kritischen Inhalten in irgendeiner Form verhaftet werden. Das passiert, aber es ist selten. Und es ist halt so, dass die Chinesen eher gar nicht diese kritischen Themen im Internet ansprechen. Viele glauben beim Internet, dass es die Möglichkeit gibt, eben dadurch, dass es global ist, dass sich alle Kulturen besser verständigen, dass man sich besser kennenlernt. Und das ist ein Problem in China. Die meisten Chinesen bloggen wirklich auf Chinesisch. Es gibt nur eine ganz kleine Handvoll an chinesischen Bloggern, die auf Englisch bloggen. Und das ist eine große Barriere. Von einigen ist sie sicherlich auch gewünscht in der Form, weil man dann sozusagen unter sich bleibt, wieder in dem eigenen Kreis. Und folglich ist es auch sehr schwer, in Kontakt zu kommen. Und das ist meine Hoffnung auch so ein bisschen, dass wir durch Blogs und durch mehr Leute, die sich entscheiden, in einer Fremdsprache zu bloggen, die andere verstehen dann und die mehr genug Leute lesen, dass dadurch auch mehr Austausch stattfindet. Zur Beantwortung dieser Frage schalten wir nun live in unser Aufnahmestudio nach Köln. Wenn du deine Oma an Google AdSense verkaufst, nur 39 Cent bekommst. Vielen Dank. Das, liebe Zuschauer, war es auch schon für heute. Ich verabschiede mich und wünsche Ihnen eine inspirierte Woche. Bleiben Sie uns gewogen und schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin bleibe ich Ihr elektrischer Reporter.
Handelsblatt. Substanz entscheidet. Man kann dem Rauschen erliegen wie eine Fliege dem Netz. Man kann aber auch die Augen auf einen Punkt des Horizonts richten, jede Regung gegenprüfen und einer feinen Ignoranz anheimgeben, die ein Lächeln befeuert, aus dem seit je mehr geboren wurde, als jeder Illusionsdirektor sich vorstellen mag. Lesen Sie das Handelsblatt 4 Wochen zum Vorzugspreis und sparen Sie über 30%. Jetzt bestellen auf handelsblatt.com.